Herzlich willkommen zu meinem heutigen Gespräch mit Dr. Med. Ingfried Hobert. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Ingo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Du bist Arzt mit Schwerpunkt klassische chinesische Medizin, tibetische Medizin, Ayurveda und Ethnomedizin. Also das ist ja wirklich gebündeltes Wissen. Und du bist seit fast über 40 Jahren unterwegs als Arzt, hast also wirklich viel Erfahrung, bist auch um die Welt gereist, hast mit vielen Menschen gesprochen. Und ja, ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, was mich immer wieder sehr bewegt, also was Heilungswege angeht, also diese zwei vermeintlich widersprüchlichen Kräfte, wobei sie ja gar nicht widersprüchlich sind, aber da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf. Also wenn ich eine schwere Erkrankung habe, welche Rolle spielt die geistige Haltung, also meine innere Haltung, wie ich diese Krankheit auch für mich definiere, die Eigenverantwortung und auch der Wille, also wirklich dieser Wille, konkret Dinge in meinem Leben verändern zu wollen. Und dann auf der anderen Seite diese, ja, Hingabe, loslassen, Vertrauen und auch das Übergeben an eine höhere Macht vielleicht. Also das ist etwas, was mich sehr bewegt, und da würde ich dich gerne heute einfach dazu hören, ja, was deine Impulse sind. Ja. Ja, ich bin als Ganzheitsmediziner natürlich seit vielen Jahren unterwegs und habe auch in den verschiedenen Kulturen geschaut, was haben diese Menschen so über die Jahrtausende hervorgebracht an Heilwissen, aber auch an Wissen rund um das Leben, das wir heute nutzen können, um aus dieser Schatzkiste der Weltmedizin das zu nutzen, was einfach da ist. Und da ist zu beobachten erstmal ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem schulmedizinischen antibiotischen Ansatz, nicht, wo ich immer gegen etwas denke. Nicht, ich arbeite gegen Schmerzen, ich arbeite gegen ein Ungleichgewicht, ich arbeite gegen Unbeweglichkeit. Und mein Ansatz und der Ärzte, die ich seit 20 Jahren in Naturheilverfahren ausbilde, ist ein probiotischer Ansatz. Das heißt, wir schauen, was sind die gesunden Strukturen, die da sind, die vorhanden sind, und wie können wir diese gesunden Strukturen stärken? Probiotisch denken und handeln, nicht? Also wir versuchen nicht gegen eine Entzündung im Darm zu arbeiten, sondern für gesunde Darmbakterien, die sich dann schon darum kümmern, dass die Dinge wieder ins Gleichgewicht kommen. Wir arbeiten nicht gegen einen Schmerz im Arm oder im Kopf, sondern wir arbeiten für eine freie Beweglichkeit des Armes. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied vom Mindset, wo ich, wenn ich für etwas arbeite, auch gleichzeitig eine Anerkennung reinbringe ins System für das, was da ist, für die Selbstheilungskräfte, die da sind, und auch für die natürliche Tendenz des Körpers, sich immer wieder selbst zu reorganisieren, selbst zu regenerieren. Und nicht nur ein Vertrauen in diese Kraft, dass sich Dinge schon wieder ins Gleichgewicht hineinbewegen, sondern auch ja eine innere Überzeugung, dass da etwas ist in mir, für das ich sehr dankbar sein kann und was einfach großartig ist, dass es so wunderbar funktioniert. Und ich bin noch heute immer wieder tief berührt, wenn ich sehe, wie Wunden sich von selber schließen, wie Dinge sich in so vielen Dingen reorganisieren, ohne dass wir als Arzt irgendetwas dazu tun, außer den Patienten zu unterstützen, selbst Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen dann Selbstheilung besser gelingen kann. Und so wie ein guter Kuchen gut gelingen kann oder so wie eine Meditation mal gut gelingt und mal weniger gut gelingt, so würde ich auch sagen, ist Heilung ein Prozess, der mal besser und mal schlechter gelingt, je nachdem, wie gut es uns als Menschen gelingt,
diese grundsätzlichen natürlichen Rahmenbedingungen so optimal wie möglich zu gestalten. Nicht? Und Rahmenbedingungen heißt eben auch erstmal etwas dafür zu tun, dass ich wieder gesund werden kann. Das heißt, ich unterstütze den Körper so gut ich kann durch eine gesunde Ernährung, durch eine regelmäßige Entgiftung, durch richtiges Atmen, durch Momente der Stille und des Rückzugs, durch Sport, Bewegung und so weiter. Aber ich brauche dafür natürlich auch ein Ziel. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Und was wir viel zu wenig tun, ist, dass wir ein Bild einer besten Version oder einer gesündesten Version von uns auch entwerfen. Und das ist erlaubt, das dürfen wir tun. Wir dürfen uns vorstellen, wie würde sich die beste Version von mir eigentlich anfühlen? Wie würde sich die bestmögliche Zukunft von mir vielleicht zeigen? Und kann ich mir das vorstellen? Kann ich es mir bildhaft vorstellen? Und gelingt es mir, dies auch vorfühlen zu können? Nicht? Eine mögliche Zukunft vorfühlen zu können bedeutet, einen Appetit, einen innerlichen Appetit zu entwickeln, einen Synapsenhunger, würde ich fast sagen, im Hirn auszulösen. Einen Synapsenhunger, der mich dann hinzieht in eine mögliche Zukunft, die dem entspricht, was auch authentischer zu mir passt, als vielleicht das, was ich im Moment tue. Nicht? Also am Anfang steht immer der Frage, wo darf die Reise hingehen? Wie möchten Sie leben? Wie möchten Sie sich fühlen? Mit welchem Lebensgefühl möchten Sie morgens aufwachen und durch den Tag gehen? Nicht? Wir können uns sorgenvoll vorstellen, wie wir in 5 Jahren gekrümmt und mühevoll durch den Tag schlürfen. Wir können uns aber auch genauso gut vorstellen, wie wir morgen direkt frei, leicht, lebendig, beschwingt durch den Tag tanzen. Beides ist erlaubt und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und je nachdem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, erhöhen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Synapsen da Appetit drauf haben, dass sie Lust drauf haben, dass ein Geschmack auf der Zunge entsteht für eine mögliche Zukunft. Und meine Erfahrung jetzt aus 40 Jahren zeigt, das ist möglich, das ist hilfreich, das erleichtert Leben. Und gleichzeitig lässt es ja immer noch den Raum nach dem Motto, wenn es denn so sein darf. Nicht? Da kommen ja dann andere Energien dazu, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns unterstützen, wenn wir nur wissen, wo wir hinwollen. Nicht? Und so glaube ich, dass vieles im Universum um uns herum unsere Intention, die wir haben, unterstützt. Wie immer wir diese unsichtbaren Kräfte auch benennen, ich habe sie überall, in allen Kulturen habe ich Menschen kennengelernt, die davon überzeugt sind, dass da Kräfte in uns und um uns herum sind, die uns grundsätzlich wohlgesonnen sind und die wir durchaus mit in den Heilungsprozess einbeziehen können. Ja, du hast was Spannendes vorhin gesagt, also mit dem Erlauben. Also das habe ich für mich selbst erfahren dürfen, dass es für mich ganz wichtig war oder entscheidend war auf meinem Heilungsweg, mir das erlauben zu können, dass Leben tatsächlich großartig sein darf. Also dass ich mich erheben darf aus dieser, sage ich jetzt mal, Mittelmäßigkeit, aus der Negativsuppe, in der doch ja viele Menschen und auch ich letztendlich mein Leben verbracht habe, geprägt von sehr viel Ängsten, mir Sorgen machen und wo auch Leiden so ja, normal scheint. Ja, jeder leidet doch und es scheint auch irgendwie so. Ja, oft verbindet man sich ja auch im Leiden. Und das sind auch interessante Ideen, ne? Das kenne ich. Oh, und wenn ich jetzt wirklich diese beste Version, von der du sprichst, bin, ja, und das ist meine Praxis, ja, also wirklich seit Jahren mich genau mit diesem Gefühl, was du sagst, zu verbinden. Und da gab es erstmal viele Ideen. Darf ich das? Ja, was denken denn dann die anderen? Denken die vielleicht, oh, spinnt die jetzt? Ja, wir glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja, spinnt die? Ja. Und ja, das finde ich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, es sich wirklich zu erlauben, dass es einem auch über die Maßen gut sein, gut gehen darf und dass man glücklich sein darf.
Ja, und dieses unglaubliche Glück, das wir haben, ne? Dieses Füllebewusstsein, wenn es uns gelingt, dieses Bewusstsein für die Fülle zu schaffen, das ist so ein Grundprinzip der Schöpfung, nicht? Die Fülle sehen zu können, sie sehen zu dürfen, aber auch irgendwo ja, nicht hinzugucken, nicht dran vorbeizugucken. Was sind wir für Glückspilze, gerade jetzt so im Zentral? Europa, was sind wir für Glückspilze? Das ist doch unglaublich. Also wir dürften jeden Tag uns erlauben, einfach nur staunend in den Tag rein zu hopsen und uns daran zu erfreuen, an dieser unglaublichen Fülle. Und deswegen bin ich auch Anhänger dieses Gedanken, dass wir, ja, wir sind dieser strahlende Diamant, der da irgendwann aus dem Himmel auf die Erde geplumpst ist. Und jetzt geht es darum, diesen Diamanten auszugraben und ihn zu polieren und uns an seiner Schönheit zu erfreuen. Nicht? Und da hat er ganz viele Facetten, die wir uns angucken können. Und da immer wieder die Aufmerksamkeit darauf zu richten, in den unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir mit Kontemplation, mit Meditation haben, um diesen Diamanten zu polieren. Und das finde ich, ist jeden Tag ein großartiges Geschenk. Und wenn es uns gelingt, diese Fülle dann in Dankbarkeit, in Liebe anzunehmen, dann ist es eigentlich die Grundvoraussetzung, die perfekte Grundvoraussetzung für Heilsein geschaffen. Wie immer das Heilsein dann auch aussehen mag. Du unterscheidest zwischen Heilung und Heilsein, also wo besteht da für dich der Unterschied? Es können Menschen körperlich sehr, ja, können Menschen mit sehr starken körperlichen Themen konfrontiert sein. Krebserkrankungen, fehlende Gliedmaßen, Taubheit, Blindheit. Und trotzdem können die sich von innen heraus unglaublich glücklich und heil fühlen, obwohl man auf den ersten Blick sagen könnte, da ist doch jemand nicht heil. Nicht so, wie der aussieht. Und, ne, aber trotzdem ist dann ein seelisch oder von dem psychoemotionalen Zustand, kann man sagen, der ist glücklicher mehr in seinem Gleichgewicht als jemand, der körperlich völlig gesund ist, aber irgendwie im Klebstoff der Vergangenheit festhängt und es nicht schafft, über seine Gedanken und Einstellungskraft, über sein Mindset, sich aus dem Mangelbewusstsein herauszuerheben. Und von daher habe ich viele Menschen gesehen, die auch mit Krebs sogar gestorben sind und trotzdem ihr Heil gefunden haben und mit einem Lächeln und einer Zufriedenheit im Gesicht gegangen sind. Und insofern kann man das schon sehr gut unterscheiden. Und was glaubst du, wie machen das diese Menschen? Also ist es dann einfach nur in Anführungszeichen diese innere Haltung? Also mir sind erstaunlich viele Krebspatienten begegnet, die hinterher gesagt haben, lieber ein Jahr von dem neuen Leben, das mir durch die Krebserkrankung geschenkt worden ist, weil plötzlich sehe ich die Blume am Wegesrand, plötzlich sehe ich die vielen Kleinheiten, die ich vorher nicht sehen konnte, als 10 Jahre von dem alten Leben, wo ich einfach nur drüber weggewalzt bin über die Dinge. Und das ist schon beeindruckend, nicht? Mit welcher inneren Fülle, wir auf das Leben schauen können, wenn uns Schicksalsschläge mal richtig herausgefordert haben. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja, das hat mich auch immer wieder beschäftigt, es gibt ja sehr viele spirituelle erleuchtete Meister, die an Krebs gestorben sind. Ja. Also da hat sich mir dann immer die Frage gestellt, weil früher habe ich gedacht, okay, ein gesunder Geist wohnt natürlich in einem gesunden Körper. Und ja, wie siehst du das? Auch da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass manche Gurus sich so weit entwickelt haben. Ich habe mal einen oder von zwei, dreien direkt mitbekommen, wie die auch im hohen Alter gesagt haben: Universum, schick mir doch mal irgendeine größere Herausforderung, damit ich die letzten großen Wachstumsschritte noch machen kann. Und die dann auch mit einer heiteren Gemütsruhe, mit einer Gelassenheit dann auch solche Krankheiten sozusagen
Empfang bewältigt und dadurch auch nochmal einen Wachstumsschritt für sich gemacht haben. Und dann ist immer die Frage, wer beurteilt das, wer bewertet das, nicht? Was da alles gewesen ist. Wir wissen ja, dass auch Heilige und Gurus, das zeigt ja die gesamte Menschheitsgeschichte, eben auch nur Menschen sind und Licht und Schatten gehört immer irgendwo auch zusammen. Und wenn wir da an die Polaritätsgesetze, in Resonanzgesetze reingucken, das sind ja die Spielregeln des Lebens, wie sie Rüdiger Dahlke ja auch in seinen Büchern sehr, sehr klar und unmissverständlich beschreibt. Und da ist immer Licht und Schatten. Es gibt nicht nur den Lichtmenschen, der ganz auf der einen Seite ist. Entweder ist er durch ein Schattenthema, er hat immer irgendwo ein Schattenthema. Und das wäre eine Illusion zu denken, dass es nur die Erleuchteten gäbe. Das ist definitiv nicht so. Also hinterher, was immer so rauskommt, hinterher, wenn die Menschen gestorben sind, das ist immer sehr spannend, sehr ulkig, sehr erstaunlich, aber eben einfach menschlich. So sind wir. Ne? Aber wir hätten gern das Bild von so jemandem ganz perfekten. Aber das gibt es in der Form nur sehr, sehr selten. Und wenn, dann werden die Menschen durch sehr extreme Lebensumstände dazu, auch so, dass die Vergangenheit dann etwas ist, was sie als Schattenthema bewältigt haben. Ja, und das, was du eben gesagt hast mit diesem Bewerten, also wer bewertet das? Und wir Menschen, ja, sind doch sehr verhaftet oder die meisten von uns, ne, dass es schlecht ist, also diesen Körper abzulegen oder es nicht geschafft zu haben. Und dadurch kann ja auch viel Druck entstehen auf so einem Heilungsweg zu glauben, boah, ich muss das unbedingt jetzt schaffen, ich muss überleben. Und dann entsteht schon wieder dieser Stress und ich bin letztendlich wieder im Überlebenskampf gefangen und im Stressmodus. Und für mich war es wirklich wichtig, also mich mit dem Thema Tod fühlend, also auseinandersetzen, würde ich gar nicht mal sagen, also wirklich fühlend Ja dazu zu sagen und diese, ja, das wirklich einmal zu erspüren, was ist denn das? Wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Sodass ich nicht immer subtil gegen die Angst vor dem Tod kämpfen muss und die ja damit jongliere. Für mich war wirklich die Lösung zu sagen, ja, okay, dann sterbe ich eben, wenn mein Verstand gesagt hat, oh je, du könntest es nicht schaffen oder du musst es unbedingt richtig machen oder so, damit du es schaffst oder du könntest schon Metastasen haben überall. Und tatsächlich, das ist echt eine interessante Erfahrung. In dem Moment, wo ich wirklich aufmachen kann und Ja sagen kann zu diesem Worst-Case-Szenario, was mir mein Verstand vorgaukelt, in dem Moment ist der Spuk vorbei und diese Energie entlädt sich. Und ja, ich glaube, dass da ein großer Schlüssel auch für Heilungsprozesse liegen Genau. kann, ja. Also man kann den Schlüssel auch jetzt immer mehr erklären. Wenn zum Beispiel Patienten zu mir zu einer Therapiewoche, zu einer Kurwoche an Stein oder Meer kommen, dann machen wir unter vielen anderen Untersuchungen ein Stress-EKG. Und in diesem Stress-EKG messen wir während der Patienten, wenn wir so zusammensitzen, messen wir Sympathikus und Parasympathikus, also das vegetative Nervensystem, und kriegen dann ein Balkendiagramm, das uns sehr schön zeigt, wie aktiv der Vagusnerv gerade ist und wie groß möglicherweise die Adrenalindominanz ist, unter der gerade jemand steht. Und das gibt ein sehr schönes Bild, das eigentlich auch ganz gut beschreibt, was du eben so schön erklärt hast. Viele Menschen sitzen am Tisch, wir haben ein langes, gutes Gespräch, alles ist wunderbar, und trotzdem sind sie in einer körperlichen Adrenalindominanz, als würde der Sägezahntiger an der Tür schon kratzen. Es ist aber gar kein Grund. Ich sitze ihnen wohlwollend gegenüber, wir haben uns schon ausgetauscht, und so laufen sie grundsätzlich in dieser Grundangst, ne, sei es vor einem Virus, nicht, sei es in dem Tod, sei es davor, die Angst, durch falsche politische Entscheidungen geköpft zu werden, nicht, sei es die Angst, als Zeitungsredakteur entlassen zu werden, wenn man mal seine eigene Meinung sagt.
Also die Ängste sind so vielfältig und sie peitschen die Menschen in eine Adrenalindominanz durch den Tag, sodass das Vagussystem, das parasympathische System, das übrigens auch mit unserem Bauchhirn ja zusammenhängt, wo auch Intuition und viele solche Dinge zusammenkommen, wo das wieder verquickt ist mit dem, was wir essen. Und das Essen wieder entscheidet darüber, wie wir wahrnehmen im Kopf. Das sind so wunderbare Geflechte, die wir da haben. Aber eins ist völlig klar: Der Vagusnerv ist zuständig für Selbstreorganisation, für Regeneration, für Heilung, natürlich auch für die Verdauung, für den Schlaf. Er ist aber auch, und das wird immer wieder vergessen, der Schlüssel zur Transzendenz. Das heißt, der Vagusnerv ist auch zuständig dafür, wie vorausschauend, wie empathisch, wie selbstempathisch ich mich in der Welt sehen kann und wie gut ich eine Version einer besseren Welt oder meiner besten Version überhaupt entwickeln kann. Das geht nur mit einer Vagusbatterie, die voll ist. Ist die Vagusbatterie nur halb voll, kann ich auch nur die Hälfte meines visionären Potenzials überhaupt leben. Und den Vagusnerv zu pflegen, das ist das, was wir hier natürlich mit Meditation machen. Und ich habe vor längerer Zeit mit Deva Premal zusammen eine Meditationsstudie gemacht, eine große Mantra-Challenge, an der über 12, 13, 14.000 Menschen teilgenommen haben. Und in den Fragebögen, in der Auswertung, aus der jetzt gerade dieser Woche mein neues Buch rauskommt, Mantra-Medizin, hat sich gezeigt, dass die Studien der Meditation einfach unfassbar, was dabei rausgekommen ist. Ich kenne kein schulmedizinisches Medikament, das auch nur annähernd so gute Ergebnisse bringt auf Lebensbereicherung, auf innere Stärkung, auf Wachheit, Souveränität. Nicht? Ich spreche gerne von einer sattwischen Souveränität, die somit das oberste Ziel ist oder eins der großen Ziele ist, die man erreichen kann. Eine wache, klare Form der Authentizität und Souveränität, die wir erhoffen dürfen, immer mehr erhoffen dürfen, umso mehr wir durch Meditation und durch Kontemplation immer wieder Raum schaffen, dass sich da Dinge aus uns heraus zeigen können und wir vielleicht auch aufnahmefähig sind für das, was von außen, so aus diesen unsichtbaren Bereichen, noch zu uns kommt. Und Mantra-Medizin möchte ich gerne als festen Bestandteil der Ganzheitsmedizin etablieren. Weil hier sollte Heilung anfangen. Nicht? Der erste Schritt, erstmal stehen zu bleiben und zu schauen, wo stehe ich jetzt eigentlich und wie würde ich gerne stehen. Nicht? Und daraus kann dann die Erkenntnis folgen, wow, ich möchte gern besser wahrnehmen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und erst daraus folgt jetzt, oh, ich muss mal entgiften, ich muss mal besser auf vegane, vegetarische Ernährung achten, ich muss mal mehr hier auf Bewegung achten. Und erst daraus kann dann irgendwann folgen, jetzt halte ich mich noch konsequenter an einen bestimmten Lebensstil, weil ich habe Lust bekommen, eine bessere Version von mir zu leben. Man kann es manchmal auch gut mit dem Fahrrad vergleichen. Ne? Stell dir vor, du fährst jeden Morgen mit einem Fahrrad zur Arbeit, das nur zu 20% aufgepumpt ist, aber du gewöhnst dich daran. Du merkst es gar nicht mehr, wie mühsam das Radeln ist. Nicht? Und jetzt stell dir nur vor, du würdest mal beide Reifen so richtig knallfest aufpumpen, wie Fahrradfahren dann wieder Spaß machen würde. Und du könntest auch mal über die sieben Berge drüber radeln, mal gucken, wie sieht es dahinter aus. Ne? Und diese Möglichkeiten haben wir, aber es ist eine Entscheidung, wie du ganz am Anfang gesagt hast. Es ist die Entscheidung für Gesundheit und die Entscheidung, dieses mir mitgegebene Potenzial wirklich in seiner Breite, in seinen angelegten Möglichkeiten auch wirklich leben zu wollen und Lust zu entwickeln, da jetzt auch drauf zuzugehen und das mit Freude und Dankbarkeit. Und der Vagusnerv, den können wir pflegen über den Darm, über die Zirbeldrüse, über ganz viele Organe, die damit eine Rolle spielen. Der Omega-3-Fettspiegel spielt eine große Rolle. Nicht? DHA, EPA, Fettsäuren aus Algen. Nicht? Daraus ist unser Gehirn, unsere Gehirnsubstanz, unsere Wahrnehmungsorgane sind aus diesen Fettsäuren aufgebaut.
Ein Mensch, der nicht genügend von diesen Fettsäuren hat, kann ein bestimmtes Potenzial gar nicht nutzen, weil ihm die körperlichen Möglichkeiten dazu fehlen. Also es gibt da ganz viele, nennen es gern Transzendenzorgane, die wir mit moderner Labormedizin messen können. Und wenn wir dann in die Behandlung gehen, können wir aus der Schatzkiste der Weltmedizin, der Ethnomedizin, ganz viele Kräuterrezepturen herausgreifen, die uns heute helfen, das System auf allen Ebenen wieder in die Balance, ins Gleichgewicht zu bekommen. Also du meinst, die rein geistige Ebene reicht nicht aus, wo ich jetzt meinen Körper als ganz sehe und zum Beispiel, also ja, mir ganz bewusst Informationen, also ja, also die ja auch in Nahrungsmitteln enthalten sind, könnte ich mir ja auch auf einer geistigen Ebene möglicherweise zuführen. Ja, aber das Zuführen braucht einen Nährboden und braucht Kontaktorgane zur geistigen Ebene. Und diese Kontaktorgane, das ist die Zwirbeldrüse, die kann verkalkt sein, dann fällt es viel schwerer, dann habe ich es einfach viel, viel schwerer in der Meditation oder in der Stille, mich in Verbindung zu gehen. Wenn mein Darmmikrobiom zerschossen ist, weil ich mir Antibiotika und alles Mögliche von anderen habe einreden lassen, weil ich mir selbst nicht zugetraut habe, das durch gute Lebensführung in den Griff zu kriegen, dann wird nicht ausreichend Tryptophan, da werden all die Hormone gar nicht gebildet, die ich brauche, um überhaupt still werden zu können, um überhaupt ruhig werden zu können. Nicht Tryptophan als Vorstufe zum Serotonin, zum Melatonin. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann bin ich groggy, dann habe ich gar nicht die Wachheit. Dann kann ich mir versuchen, Wolf zu meditieren und ich komme trotzdem keinen Schritt näher an mich ran, weil einfach Dinge fehlen, weil einfach Dinge auf dieser körperlichen Ebene nicht den Möglichkeiten entsprechen, die eigentlich da sind und angelegt sind. Nicht? Und der Fettstoffwechsel, wir leben heute in der Situation, dass die schlimmste Pandemie, die wir je hatten, um sich greift, und das sind Autoimmunerkrankungen. Das ist die eigentliche Epidemie des 21. Jahrhunderts, weil daran sterben 85% aller Menschen langfristig, an den Folgen von Autoimmunerkrankungen, von schleichenden Entzündungsprozessen, die dann zu chronisch degenerativen Erkrankungen werden, wo die Schulmedizin uns nur begleiten kann, schmerzlindernd begleiten kann, aber nicht in der Lage ist, die Ursachen wirklich zu begleiten, weil die Ursachen sind viel vielschichtiger. Am Virus stirbt ein Viertel Promille der Patienten an oder mit Virus, aber an diesen chronischen Erkrankungen, an denen wir wirklich was ändern können, da sterben 80 bis 85% der Menschen. Und diese chronischen Entzündungserkrankungen, diese Autoimmunfeuer, die durch den Körper durchgehen, die können uns ein Leben lang daran blockieren, wirklich in tiefere Schichten in Verbindung zu kommen. Und da ist es extrem wichtig, dass wir heute einen anti-entzündlichen Lebensstil prägen. Und dieser anti-entzündliche Lebensstil heißt ein Lebensstil, der eben nicht Entzündungsfeuer anheizende Nahrungsmittel beinhaltet und eben auch nicht Entzündungsfeuer anheizende Gedanken und Stress und Adrenalindominanz und Angst. Nicht? Und Menschen, die Ängste schüren, anstatt den Menschen Vertrauen zu geben. Wir haben ja da so ein paar Politiker, die da ganz groß sind in diesem Angst verbreiten, die leisten keinen guten Beitrag für einen starken Vagusnerv. Nicht? Sie würden aber einen Beitrag leisten, wenn sie sagen würden, wir als Ärzte haben im ersten Semester von einem Immunsystem gelernt, wie es funktioniert, welche psycho-neuroimmunologischen Faktoren da eine Rolle spielen. Leute, ihr habt alles vorhanden, ernährt euch vernünftig und schaut, dass ihr genügend Sport macht und morgens kalt duscht, dann seid ihr diesem Widmus-Virus gegenüber sehr gut aufgestellt. Ihr braucht keinen Staat, der für euch die Dinge macht und keine Pharmazie, die versucht, irgendwas zu frickeln für euch. Vertraut in eure Kraft und wir würden ganz woanders dastehen. Nicht? Und messt über eure Blutwerte, dass ihr einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel habt, dass die Fettsäuren stimmen, dass all diese Parameter stimmen. Und wenn sie nicht stimmen, wenn das Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dann verändert eure Nahrung so lange, bis das Mikrobiom in Ordnung ist. Und dann seid ihr gut aufgestellt. Guckt auf das, was ihr habt, pflegt es und stellt euch stark den Herausforderungen dieser Welt gegenüber und ihr habt alles, was ihr braucht.
Das wäre die Ansage, die ich mir wünschen würde. Aber wir Menschen sind eben sehr ulkig und so müssen wir das eben auch wegatmen, dass die Politiker auch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Und so kann eben jeder nur in seinem Umfeld gucken. Und das ist das, was ich in meiner Praxis für Gesundheit am Steinhuder Meer eben mache, Menschen aufmerksam zu machen auf die Dinge und sie zu unterstützen, die Dinge in sich wieder in die Balance zu bekommen, weil die Herausforderungen sind so groß in der Welt, dass wir wirklich eine innere Stabilität brauchen, eine innere Souveränität, um einen Beitrag leisten zu können, dass diese Welt eben dann auch ein Stück mehr in die Balance wiederkommt. Und dafür kann ja Leidensdruck sehr, sehr hilfreich sein. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich fühle, dass deswegen ist auch dieser große Wandel, der hier gerade geschieht auf der Erde. Ich fühle, es ist genau richtig, so wie es ist, weil immer mehr Menschen einfach in diesen Leidensdruck kommen. Und ich fühle auch, es ist so wie du es beschrieben hast, dass es darum geht, letztendlich wieder zurückzukommen zu sich und in diese eigene Souveränität. Und aus der heraus dann, ja, kann jeder Einzelne, aber auch wir gemeinsam können einfach wirklich etwas verändern. Aber ja, da darf sich jeder am eigenen Schopf packen, jeden Augenblick, jeden Tag. Und auch frei zu werden, ne? Also nicht ständig nach da draußen zu gucken und in Reaktion zu sein, sondern ja, frei zu werden von diesen äußeren Umständen und den Fokus zu richten auf, ja, wie hätte ich es denn gerne? Wie wäre die schönste Version dieser Welt? Ja. Und insofern, ich fühle, wir leben in einer großartigen Zeit. Also ich bin unglaublich dankbar zu dieser Zeit zu leben. Und das ist auch das, was mich begeistert und mein roter Faden. Also so, ja, ich möchte dieses Schöpferpotenzial, dass ich weiß, was in jedem Einzelnen in uns da ist, vorhanden ist. Ich möchte es für mich wirklich in Besitz nehmen und leben. Und hier heute jetzt, in meiner besten Version. Ja, und wenn heute mein letzter Tag wäre, das hilft mir auch immer, mir bewusst zu machen, hey, ja, auf nichts mehr zu warten, nicht mehr zu warten auf, bis denn dann die Welt heil ist, der Krieg vorbei ist, Corona vorbei ist, mein Konto sich gefüllt hat. Immer diese Karotten im Leben, weißt du, und immer auf irgendwas zu warten und hier heute jetzt wirklich lebendig zu werden. Ja. Ja. Was treibt dich an in deinem Leben? Was ist es? Mir ist so unwahrscheinlich wichtig, dass Menschen innehalten, um für sich, so wie Goethe das gesagt hat, wenn jeder in sich nur Frieden schaffen würde, jeder Mensch auf dieser Welt nur in sich, ne, dann müssten wir uns über viele Dinge gar keine Sorgen machen. Oder wenn jeder nur für seine eigene Tür kehren würde, nur das Stückchen vor der eigenen Tür, dann wäre die Welt sauber. Und es beginnt in uns, in mir. Und ich finde diesen Gedanken wunderschön, dieses Glücksbildsbewusstsein. Nicht? Mit Mangelbewusstsein ziehen wir Mangel an und verstärken den Mangel auf der Welt. Und mit dem Glücksbildsbewusstsein, so Hans im Glück, ne? Was bin ich doch für ein Glücksbild? Diese Geschichte immer mal wieder zu lesen, ist immer sehr hilfreich. Und in diesem Glücksbildsbewusstsein dürfen wir auch mehr Vertrauen haben in unsere Intuition, in diese Kräfte in uns. Und deswegen habe ich auch so ganz gern die Botschaft: Lasst uns alle mehr Vertrauen in das, was von innen herauskommt, egal wie lang der weiße Kittel eines Arztes auch sein mag. Der oberste Guru sitzt hier und mehr auf sich zu hören als auf bestimmte Autoritäten, egal wie die Studienabschlüsse sind. Es muss immer in Einklang gebracht werden mit dem, was ich hier drinnen fühle. Passt das? Ist das stimmig oder nicht? Weil wir erleben in der Schulmedizin einfach zu viele Dinge, die querlaufen. Ich sehe, dass immer noch Leute mit 15, 18 verschiedenen Medikamenten aus dem Krankenhaus entlassen werden und das in keinster Weise hinterfragen. Das macht mich häufig sehr, sehr bedrückt, nicht? Dieser Autoritätsglaube, dass das der
einzige Weg ist. Und das ist definitiv nicht so. Es gibt Alternativen dazu, aber da bedarf es einer Inspiration, einer Anregung, um da auf Spurensuche zu gehen. Und ich sehe, dass immer mehr Menschen, denen gelingt es, diesen feinen Spuren zu folgen und sich nicht mehr von dem abhängig zu machen, was andere sagen, sondern denen es gelingt, so ein eigenes Gefühl dafür zu entwickeln, was gut und passend ist, energiegebend, lebensbereichernd und auf der anderen Seite, was energiezehrend und eher lebenseinschränkend ist. Und zwischen diesen beiden Kräften immer mehr für sich selbst unterscheiden zu können und dann energetisch eben dem die Aufmerksamkeit zuzuwenden, was gut funktioniert, wo ich ein gutes Gefühl habe, das ist super wichtig. Und mehr Energie auf die Zukunft zu legen, wer könnte ich sein, als in der Vergangenheit zu viel zu wühlen und eine alte Opferrolle zu pflegen. Ich bin so, weil das war damals alles so furchtbar. Das haben wir schon tausendmal allen möglichen Leuten erzählt. Da wurde schon genug geknetet. Jetzt den Blick zu richten auf, wer könnte ich sein, wie würde sich das anfühlen und diesem Gefühl dann folgen, diesen Appetit, diesem Synapsenhunger Raum geben und dann führen mich Kräfte schon zu diesem Ziel hin. Wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses, ja, inspirierende Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem frühen Morgen oder jetzt ist ja nicht mehr so früh. Dankeschön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. War mir eine große Freude mit dir. Du stellst die richtigen Fragen und es kommt eine wunderbare Energie von dir rüber. Und ich hoffe, dass viele Menschen deine schönen Beiträge, die du ja schon seit längerer Zeit machst, sich anschauen und sich davon auch inspirieren lassen, um so auf ihrer Spurensuche so ihren eigenen Weg zu finden. Toll. Dankeschön.